Hey Leute, in diesem Video beantworten wir die Frage, woran kann es liegen, dass mein Roller nicht anspringt? Also ganz pauschal kann man die Frage beantworten mit, weiß ich nicht, könnte an so ziemlich allem liegen. Wirklich, dieser Umfang ist riesengroß. Ihr stellt mir die Frage ganz oft, sagt, ja, während der Fahrt ist der Roller ausgegangen oder er stand eine Weile, jetzt springt er nicht mehr an. Das kann wirklich an allem liegen. Es gibt drei Grundsachen, die wir als allererstes oder am einfachsten prüfen können. Das könnt ihr auch ganz einfach prüfen, bevor ihr die Frage stellt. Und vielleicht findet ihr dann schon selber raus, wo das Problem ist. Ich zeige es euch an dem Roller hier. Als allererstes mal schauen wir mal, dass er auch wirklich nicht anspringt. Ich drehe mal Zündung um und. Okay, er springt nicht an. Jetzt schauen wir nach den drei schnellen Sachen. Also ein Roller braucht Benzin, ein Roller braucht einen Zündfunke und ein Roller braucht Kompression. Können wir alles auf einmal schauen? Ich zeige euch gleich wo. Jeder Roller hat so eine Art Wartungsklappe. Bei den meisten kommt man sehr gut ran, bei vielen halt auch nicht ganz so cool. Bei dem hier haben wir es hier unten, schaut mal runter, haben wir hier unten diese Klappe, die ist mit einer Schraube gesichert. Die machen wir mal lose. Und dann kommen wir auch schon an. Moment, haben wir gleich. So, und da kommen wir auch schon an die Zündkerze. Ist da unten drin? Okay, es ist gerade schlecht für euch zu sehen. Ich hole es gleich raus und zeige es euch. Wir haben mal die Seiten getauscht. Schaut mal jetzt rein. Vielleicht erkennt ihr was. Bei dem Roller ist das wirklich nicht einfach. Und zwar hier unten, der hat den Zündkerzenstecker da hinten drin. Also hier, ich kann ihn mal rausziehen. Also der ist einfach nur drauf gesteckt. Und so sieht er dann aus. Die Zündkerze ist jetzt da drin. Schaut mal rein, ob ihr was erkennt. Ah, ihr erkennt nur den Zipfel von der Zündkerze. Ah, ne, da erkennt ihr sie ganz gut. Da ist sie. Ich schraube die jetzt mal raus. Geh mal ein Stück zurück. Moment. Ich habe hier mein Zündkerzenwerkzeug. Das setze ich da auf die Zündkerze an. So, und dann kann ich sie rausdrehen. Gleich. Und die Zündkerze ist auch ein ganz, ganz großer Störfaktor. Da würde ich gar nicht rummachen, da würde ich einfach immer schon direkt eine neue mit einbauen. Gerade wenn ihr Probleme mit dem Roller habt, wenn er nicht anspringt oder sowas. Weil die Zündkerze, auch selbst wenn sie gut aussieht, arbeitet sie oft einfach nicht zuverlässig. Und eine neue, da habt ihr die höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie besser funktioniert. So, da ist die Zündkerze. Und so sieht sie aus. Gleich überprüfen wir, ob sie einen Zündfunken hat. Okay, dann kontrollieren wir als nächstes den Zündfunken. Schaut mal runter. Wir haben hier die Zündkerze. Ich habe sie wieder in den Zündkerzenstecker reingeschickt. Jetzt muss man, also das Äußere hier, muss jetzt irgendwo an die Masse vom Roller, an den Rahmen, an das Metall ran, damit ein Kreislauf geschlossen ist. Haben wir in dem Fall nicht, aber hier unten habe ich eine Schraube. Ich tue hier eine andere Schraube hin. Das ist jetzt wirklich großer Murks. Und halt die dann so ran und dann habe ich künstlich da hier eine Masse geschaffen. Ich sage euch gleich direkt, da ist sehr viel Strom drauf, da ist eine sehr hohe Spannung drauf. Falls ihr euch sowas nicht zutraut, geht es lieber in die Werkstatt, lasst es machen oder jemand, der davon ein bisschen Ahnung hat und Plan hat, weil wenn ihr da eine gewischt bekommt, das ist wirklich schon sehr gefährlich. Ich schalte mal das Licht aus, damit ihr auch den Funken vernünftig seht. Moment, jetzt sehe ich selber nichts. So, jetzt müsste das funktionieren. Da seht ihr es, geh mal näher ran mit dem Handy. Genau. Genau. Da habt ihr den Funken gesehen. Das ist schon ein sehr gutes Zeichen. Okay, als nächstes zeige ich euch, wie man die Kompression misst. Dafür braucht ihr ein Kompressionsmessgerät. Das sieht so aus. Ich habe einfach irgendeins genommen. Hier habt ihr verschiedene Aufsätze, wenn ihr verschiedene Zündkerzen habt. Hier habt ihr noch ein paar verschiedene Dinger, wenn ihr irgendwas habt. Ich werde gleich das hier reinschrauben. Da ist ein Gewinde für die Zündkerze. So. Ich werde es gleich reinschrauben und dann werden wir die Kompression messen. Also wir haben hier jetzt verschiedene Aufsätze. Ich zeige euch, wie man die benutzt. Das ist der Zylinderkopf, wo die Zündkerze normalerweise, diese Zündkerze steckt da normalerweise so drin. Die haben wir rausgenommen, geschaut, ob ein Zündfunke da ist. Dann haben wir einmal dieses Kabel hier, das wir einfach nur reindrehen können, um die Kompression zu prüfen und dann unser Manometer anschließen. Oder aber in dem Fall hier will ich mal das hier ausprobieren und zeigen. Das hier ist es so, man drückt das hier, man hat hier so eine Art Dichtfläche und die drückt man einfach nur hier in das Loch so drauf, so und lässt dann den Motor laufen. Das probieren wir gleich mal bei dem Roller aus.
Okay, jetzt schaut mal runter. Ich habe es schon positioniert, mal ein bisschen gefummelt. Da ist das Manometer. Jetzt gebe ich mal ein bisschen, lass den Anlasser laufen. So, jetzt schaue ich mir das an. Und wir haben hier eine Kompression von 5 Bar. 5 Bar ist meiner Meinung nach noch die Untergrenze, wo der Roller auf jeden Fall anspringen sollte. Alles drüber hinaus, also Richtung so 8 Bar, also ab 8 Bar ist schon ziemlich guter Wert. 12 Bar wäre natürlich grandios. Und ich habe die Erfahrung gesammelt, dass die Roller noch so mit 4,5, also unter 4 Bar springen die nicht mehr an. Bei 4,5 habe ich gesagt, manchmal das Gefühl noch, die springen gut an. Und ja, das ist 5 Bar, sollte auf jeden Fall noch anspringen. Also, 2 von 3 Sachen haben wir schon getestet. Zündfunke ist da, ist ein gutes Zeichen. Kompression reicht uns auch, sollte funktionieren. Als nächstes, wenn wir hier den Zylinderkopf haben, werde ich Startpilot direkt reinsprühen, weil das wäre die dritte Sache, die uns fehlt, Benzin sozusagen. Also Startpilot simulieren wir das Benzin. Ich sprühe das da rein und wenn er gleich anspringt, dann haben wir schon Indiz, woran es liegt, dass er nicht anspringt. Achso, was ich vergessen habe, die Kompression bitte richtig prüfen mit einem Gerät und nicht einfach den Daumen drauf halten und sagen, ja, der hat Kompression. Nein, so könnt ihr das nicht abschätzen. So funktioniert das überhaupt nicht. Höre ich ganz oft, funktioniert nicht. Okay, als nächstes schaut mal runter. Ich habe hier ein dünnes Röhrchen genommen, das in den Zylinderkopf reingesteckt zum Zündkerzenloch. Tue jetzt hier ein bisschen Benzin simulieren, das ich rein tue. Tue dann direkt die Zündkerze drauf. Also das muss jetzt ganz, ganz schnell gehen, damit ich das auch wirklich testen kann. Ich tue jetzt ein bisschen was rein davon. So, das reicht schon. Dann direkt die Zündkerze drauf. Das soll ja nicht alles hier gleich verdampfen. Und dann können wir probieren, ihn anzulassen. Also ich mache das gleich. Ich mache das kurz, wir sehen uns gleich. Okay, dann machen wir noch den Zündkerzenstecker drauf. Schaut mal her. Der ist auch ganz wichtig, den dürfen wir auf keinen Fall vergessen, weil sonst kann der Funke nicht überspringen. Jetzt gehen wir ein Stück zurück. Jetzt probieren wir ihn anzulassen. Und schauen mal, ob er anspringt. Okay, das reicht mir schon. Ihr habt jetzt schon ziemlich gut gemerkt, dass er versucht anzuspringen, also er will anspringen. Das ist ein ziemlich deutliches Indiz dafür, dass er keinen Sprit bekommt. Also wir haben kontrolliert, Zündfunke ist da, Kompression ist da, haben ihm dann einen Schuss so Benzin gegeben, dann versucht er oder dann will er schon zünden und anspringen. Das heißt, wir haben den Fehler schon gefunden. Das war auch schon das ganze Video, wirklich. Es ist sehr, sehr simpel. Bevor ihr bevor ihr mir die Frage stellt, woran kann es liegen, kontrolliert die drei Sachen. Mega simpel, mega schnell und dann wisst ihr schon. Bei dem Roller war es jetzt auch sehr einfach zu detektieren. Das bedeutet, wie gesagt, Kompression ist da, Funke ist da und es springt an, sobald man ihm Benzin reingibt. Das bedeutet, dass irgendwo kein Benzin bekommt. Dann kann man schon, dann weiß man, in welche Richtung man suchen muss. Irgendwo ist vielleicht eine Benzinleitung kaputt, der Unterdruckhahn funktioniert nicht, irgendwie ist der Sprit ranzig, dreckig, keine Ahnung. Aber man weiß jetzt, in welche Richtung man suchen kann. Und jetzt kann man sagen, woran liegt das? Ja, es liegt daran, dass er keinen Sprit bekommt oder dass er miesen Sprit hat. Und genau so funktioniert die Fehlersuche bei euch dann auch. Also total einfach. Okay, das war's von dem Video. Falls ihr noch Fragen, Ideen, Anregungen habt, könnt ihr mir jederzeit schreiben bei Instagram, Rocky Roller Doktor, oder aber einfach in die Kommentare rein, jederzeit. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!